Rex ist so ein Hund, ey. Aber er ist so cool. Und das ist so schade im zweiten Teil, dass man den nicht spielen konnte. Gucken noch mal hier ein bisschen rum. Bitte nicht anfassen. Och, will Wie ich. gesagt, Commander, nicht anfassen. Ich muss Sie nochmals bitten, nichts anzufassen. Heißt nicht anfassen in Ihrer Sprache möglicherweise etwas anderes? Ich würde diese Sache ungern der für Sie zuständigen Botschaft melden müssen. Dann fassen Sie ihn halt an. Aber was er macht, werden Sie nie herausfinden. Werden Menschen wirklich so wenig stimuliert, dass sie ständig alles anfassen müssen? Ich fürchte, wenn Sie nochmal hinfassen, riskieren Sie einen diplomatischen Zwischenfall. Weitere Manipulationen dieses Objektes rechtfertigen fortgesetzte Ermahnungen. Es reicht. Behalten Sie Ihre Finger bei sich. Nochmal, die Salarianische Union bittet Sie förmlich darum, das Berühren einzustellen. Na schön, wenn Sie dieses Objekt so sehr fasziniert, würde ich vorschlagen, Sie besorgen sich einen eigenen Code-Analysator. Das haben wir doch alles schon durchgekaut. Es reicht. Oh, schade. Oh, oh, oh. Ich dachte, ich kann noch weiter anfassen. Ich wollte doch noch weiter anfassen. Was Sie auch davon halten, unsere Befehle sind klar. Reibungslose Übergabe der koganischen Häftlinge. Wer hat diesen Befehl erteilt? Unsere Vorgesetzten. Das ist alles, was zählt. Aber Sie werden die Genophage heilen. Alle Mühen, die Kroganer aufzuhalten, waren dann vergebens. Wenn ich Ihre Meinung hören will, werde ich Sie befördern. Bis dahin tun Sie Ihre Pflicht und halten den Mund. Das ist mal durchgesetzt. Das ist ein abgesperrter Bereich. Bleiben Sie bitte zurück. War das Morden? Ich weiß das nicht. War das unser lieber Morden? Noch ein Angriff? Die Verteidigung meldet ein nicht. Ein Todesknacker vom Geheimdienst hat erzählt, dass die Turianer nicht mehr lange durchhalten. Die Reaper haben sie bis an die Wand zurückgedrängt. Die Turianer haben die größte Flotte der ganzen Galaxie. Und wir sind nur ein paar Masseneffektportale von dieser ganzen Scheiße entfernt. Ja, nicht so geil, ne? Commander Shepard, Major Kirahi. Ich hatte schon gehört, dass Sie kommen würden. War der nicht im ersten Teil am Ende? Schön, Sie wiederzusehen. Ah, Sie wurden befördert. Ja, und daran ist unsere Mission auf Vermeier nicht ganz unschuldig. Erster Teil am Ende. Sie haben an jedem Tag meine Männer gerettet. Schön, ein freundliches Gesicht zu sehen, Major. Garrus Vakarian, wie immer eine Freude. Das gilt auch für Sie, Dr. Tassoni. Major? Die Reaper schaffen es immer wieder, uns zusammenzubringen. Ja, die haben so ein Social Life irgendwie, ne? Also die kriegen das hin. Wie kommen Sie auf diese Basis, Major? Ich habe das Team auf Tuchanka angeführt, das die Frauen gefunden hat. Malin mag es ja gut gemeint haben, aber seine Methoden waren nicht durchdacht. Testobjekte sind verschwunden. Die Frauen konnten einfach aus seinem Labor fliehen. Okay. Warum sind die Kroganerinnen wohl hier? Unsere Wissenschaftler sagen, es sei wichtig, die Frauen zu bewahren, als evolutionäre Paradigmen. Ich sage, sobald Leute wissen, dass du etwas Wertvolles versteckst, wollen sie es stehlen. Wie auch immer, ich habe meine Befehle. Das alles wird bald schon ihr Problem sein. Wir beide spüren wohl noch die Nachwirkungen von Vermeier. Ja, welche Ironie. Sie haben das Heilmittel der Genophage vernichtet und jetzt ist es der Schlüssel für ein Bündnis. Ihr Kampf mit Erdnord Rex ist bei der STG legendär. Ja. Kann ich mich doch daran erinnern, aber es war eine richtige Entscheidung, trotzdem. Sie haben Rex Auftritt sicher gesehen. Unsere Kolonien 3 Systeme entfernt haben ihn gesehen. Ja, und er ist ziemlich wütend wegen der Sicherheitsmaßnahmen. Entschuldigung, aber das ist besser als ein Kroganer, der mit der Schrotflinte durch die Basis streift. Denken Sie an die Opfer, unsere Krankenstation würde damit nicht fertig. Sind die Salarianer auf einen Krieg gegen die Reaper vorbereitet? Ich habe gehört, was sie mit ihrer Erde machen. Ich bezweifle, dass man sich auf sowas vorbereiten kann. Obgleich Gerüchte kursieren, dass sie eine Art Superwaffe bauen? Wir sind ehrlich. Diese Sache mit den Frauen ist Teil davon. Ich brauche die Unterstützung der Turianer und die brauchen die der Kroganer. Genau deshalb bin ich kein Diplomat geworden. Zu viel Händchen halten. Das sollen die Dalatras machen. Eine Hochsicherheitsanlage. Erwarten Sie Ärger? Unser Motto bei STG lautet, immer Ärger zu erwarten. Kommt keiner, machen wir eben anderen Ärger.
Unsere Feinde haben die gleiche Idee. Schön, Sie zu sehen, Major. Ebenso. Und Commander? Ganz egal, was die Politiker beschließen, Sie können bei der Rückeroberung der Erde auf meine Unterstützung zählen. Das würden Sie tun? Cooler Typ. Betrachten Sie es als meine Art, mich zu revanchieren. Es wäre mir eine Ehre, wieder an Ihrer Seite zu kämpfen. Guten Tag. Er hat gegrinst. Ich würde gerne die Waffe haben. Ja, Commander. Okay, da gibt's nichts Neues, ne. Schön, Sie zu sehen, Major. Wie immer, Commander. Das war ein Hallo und dann ein Tschüss. Mir gefällt gar nicht, was ich da höre. Was? Vor 20 Minuten gab es aus dem Inneren der Basis einen Funkspruch nach draußen. Und? Eine kurze Übertragung, voll verschlüsselt, ohne Identitätssignatur. Ohne Signatur? Das verstößt gegen die Vorschriften. Ich weiß. Jemand hat eine Mitteilung gesendet. Ich habe dabei ein ganz ungutes Gefühl. Warum brennt das da hinten? Wir gehen mal hier in den Lift. Hier ist Forschungsleiter Wix. Ich gewähre Besuchern Zugang zur unteren Ebene. Was ist hier los? Sensoren zeigen Aktivität auf dem Gelände. Wir sollten gehen, Commander. Oh, oh. Hoffentlich nichts Schlimmes. Bin gespannt, was passiert. Sagten Sie nicht, der Alarm bedeutet nichts? Vielleicht ja doch. Macht er nicht wahrscheinlich nichts Schlimmes? Das sind die Frauen. Sie haben das leider nicht überlebt. Was? Malins Heilmittel hat ihr Immunsystem gestört. Als ich Malins Experimente beendete, habe ich die Ergebnisse gespeichert. Ja, ich hatte anonym ein entsprechendes Datenpaket erhalten. Ich gehe davon aus, dass Morden Solus es geschickt hat. In Malins Daten fehlen entscheidende Details zur Rekonstruktion des Heilmittels, aber wir können es damit aus Lebendgewebe synthetisieren. Leider konnten diese Daten Ihnen nicht helfen. Haben Sie überhaupt versucht, sie zu retten? Mit allem, was unsere Technologie hergegeben hat. Ich habe alles versucht. Commander, Erdnott Rex weiß davon überhaupt nur, weil ich es ihm gesagt habe. Sie sind seine Insiderquelle? Er hatte das Recht, es zu erfahren. Eine Frau hat auf die Behandlung angesprochen. Sie ist immun gegen die Genophage und damit die letzte Hoffnung der Kroganer. Sie weigert sich, uns ihren Namen zu sagen. Wir haben ein Vertrauensproblem. Ich bin Commander Shepard von der Allianz Navy. Sind Sie hier, um mich zu töten? Ach, was muss sie durchgemacht haben? Erdnott Rex und ich sind hier, um sie nach Hause zu bringen. Weshalb? Was bin ich für Sie? Haben die Salarianer Sie misshandelt? Das war meine Schwester, die Sie da gesehen haben. Sie hat vor ihrem Tod sehr gelitten. Ich wünschte, wir hätten mehr tun können. Und jetzt weiß ich, dass außer mir niemand mehr übrig ist. Das macht mich für viele ziemlich gefährlich. Was ist mit Ihnen, Commander Shepard? Warum sind Sie hier? Sie sind die Zukunft der kroganischen Spezies und dafür kämpfe ich. Haben Sie hoffentlich eine Armee dabei. Alarm! Nicht identifizierte Schiffe in unserem Luftraum. Oh oh. Aktueller Statusbericht. Kommunikation nach draußen unmöglich. Wir sind abgeschnitten. Alle Daten sofort extern sichern. Was ist los? Wir haben mehrere Schiffe im Anflug. Shepard, hier Rex. Cerberus-Truppen greifen die Basis an. Holen Sie sofort die Frauen daraus! Es hat nur eine überlebt, Rex. Hier unten ist es vielleicht sicherer. Was? Damit die Salarianer sie umbringen können, genau wie die anderen? Kein Deal. Wenn Sie das Bündnis wollen, schaffen Sie sie daraus. Lassen Sie die Frau frei. Wir gehen.
Das geht nicht. Während einer Abriegelung darf laut Protokoll kein Exemplar... Das Protokoll entfällt vorübergehend. Na los! Commander, ich muss den Tank während des Quarantäneprozesses begleiten. Wir treffen uns beim nächsten Kontrollpunkt. Es scheint klar zu sein, dass Cerberus keine Heilung der Genophage will. Wicks, die sind wertvoll. Sie sehen Tuchanka wieder. Versprochen. Zum Fahrstuhl, Commander. Der Typ hat, nimmt echt was auf sich, alter Schwede. Wicks Logbuch 178,3. Malens Heilmittel löst eine schwere Überreaktion des Immunhaushalts der Frauen aus. Mithilfe seiner Daten konnte ich die Zellschädigung bei einer der kroganischen Frauen rückgängig machen. Ich hoffe bei ihr auf eine vollständige... Wir müssen uns in Bewegung setzen, Shepard! Bin ich weniger optimistisch. Alle Forschungsobjekte sofort abriegeln! Barrett ist sicher. Vortrag gesichert. Ja. Wir haben ein Problem. Was für ein Problem? Die Sicherheitssysteme reagieren. Reparieren! Wicks Logbuch 162,3. Ich habe mein verbliebenes politisches Kapital in den Schutz der Frauen investiert. Ich bin dabei praktisch völlig allein. Der Großteil der SDG wird... Typ. Irgendwas stimmt nicht mit dem Aufzug. Er reagiert nicht. So, versuchen Sie es jetzt, Commander. Oh shit. Oh Scheiße. Zurück! Commander Shepard, alles in Ordnung? Gibt es noch einen anderen Ausgang? Auf der anderen Seite des Labors, ein Notausgang. Ich kann ihn von hier aus öffnen. Commander, hier Wicks. Cerberus Truppen überwachen unsere Fortschritte. Der Quarantäne-Kontrollpunkt wird angegriffen. Begeben Sie sich sofort dorthin. Shepard, hier ist Rex. Ich habe das Shuttle genommen. Tun Sie alles, was nötig ist und bringen Sie die Frau rauf zum Landeplatz. Ich mach das auf. Feindbeschuss in Position, Teil 64. Sofort Verstärkung zu dieser Position. Bestätigen Sie. Ich bin sicher, da kommen noch mehr. Noch mehr Feinde! An alle Trupps, Achtung! Wir stoßen auf Widerstand durch nichts. Sie dürfen nicht im Labor in Deckung gehen! Unterwegs. Spezies 732 Jag wurde zur geheimen Unterstützung freigegeben. Sie sind ideale Kandidaten zur Erweiterung des salarianischen Einflusses bei voller Abstreitbarkeit und minimalem Risiko. Sie mussten offensichtlich noch nie ein Jag direkt bekämpfen. Das sind so eine miesen Viecher, ne? Wenn die gepanzert sind, kenne ich, weiß ich noch, auf dem turianischen Planeten da, wo wir den neuen Chef? Wir sagen einfach mal. Vorsicht! Das ist der nächste Shadow Broker! Ich könnte schwören, dass er die ganze Zeit zu Sony gemurmelt hat. Gar nicht lustig. Alter, das war ein Assi-Move, ey. Sie nehmen die Kroganerin ins Visier.
Vor dem Tank sind immer noch feindliche Truppen. Ich sehe den Kontrollpunkt. Sie werden beschossen. Los, greifen wir ein. Feuer frei. Beeilung, Commander. Der Techniker wurde getötet. Bringen Sie uns durch den Kontrollpunkt. Alles in Ordnung? Der Eindämmungsschild hält, auch wenn sich das für unsere Patientin wahrscheinlich anders anfühlt. Mir geht's gut, Commander. Wahrscheinlich hat Cerberus einen Tipp bekommen, vielleicht von einem Maulwurf in der SCG, möglicherweise indoktriniert. Es würde ihr Bündnis mit den Turianern scheitern lassen. Das wird nicht passieren. Treffen am nächsten Kontrollpunkt. Cerberus wird uns wohl angreifen. Oh. Alter, dieser Kackverein, ne? Ist unterwegs zur nächsten Ebene. Alle Trupps sammeln. Wo ist die Manöver? Shepard, nun lachen Sie schon. Ich versuche, Ihr Feuer auf mich zu lenken. Yes, Wiggs. Der letzte Angriff hat unsere Sicherheitssysteme schwer beschädigt. Ich versuche, sie so gut wie möglich zu reparieren. Durchhalten! Wir versuchen, zu Ihnen zu kommen. Kann mir jemand die Position verändern? Was war das denn? Irgendwie bin ich ausgetappt? Das war's. Ah, da oben ist es. Aber es ist geil, dass der Typ hilft, ey. Das ist nicht selbstverständlich bei dem Volk. Cerberus meint es wirklich ernst. Die sind zu allem fähig. Major Kirale. Commander, zurück! Feind am Ende der Halle! Kein Problem. Gibt's einen einfacheren Weg? Könnte man sagen. Warum habe ich sowas nicht? Die Waffe ist cool. Los, Commander! Ich gebe Ihnen Deckung! Orion-Truppen, Sie haben Befehl, die Stellung zu halten und den Zugang zum nächsten Kontrollpunkt zu blockieren. Toll, und geschützt. Sieht aus, als hätte Cerberus ein paar Upgrades gekriegt. Die von vorne anzugehen ist vielleicht keine so gute Idee. Vielleicht sollten wir sie lieber blockieren. Ich glaube, wir haben alle erwischt. Wie war das doch? Cerberus ist noch nicht am Ende. Wie war das doch gleich und nicht von vorne?
habe vor, gerade ein bisschen Urlaub zu machen. Briggs, warum? Ich guck mich gern halt ein bisschen um. Serenity Interface, okay. Gloria Tom, die Frau sitzt bei Kontrollpunkt 2 in der Falle. Ausscheiden. Okay, hier geht's nicht weiter. Skorpion. Rein mit dem Relais. Das war's. Sie können uns jetzt durchbringen. Moment, Cerberus ist wieder da, Commander. Wir haben die Truppe. Machen Sie weiterhin Kopf. Sie dürfen nicht in die Nähe der Frau. Verstanden. Bestätige. Erstmal hole ich mir noch mal ein bisschen Munition. Danke. Wie geht es Ihnen? Der Eindämmungsschild hält, aber für sowas ist er nicht ausgelegt. Das ist nicht Ihr Problem, Commander. Sie kennen mich nicht. Das will ich aber ändern. Halten Sie durch. Wie viele Kontrollpunkte noch? Der nächste ist die Landezone. Wird Erdnord Rex da sein? Rex kann seine Finger nicht von einer fruchtbaren Frau lassen. Er wird da sein. Wir sehen uns dann oben. Truppe alle gefunden. Verschwinden wir von hier. Shepard, schaffen Sie Ihren Arsch hier rauf. Ich kann nicht ewig rumfliegen. Die Frau ist auf dem Weg rauf zum Landeplatz. Wenn Sie das schaffen, ernenne ich Sie zum Ehrenkroganer. Das finde ich gut. Ich hoffe, du hältst dein Wort, Rex. Ah, jetzt komme ich von der Seite. Ihre Freilassung autorisieren, Commander. Dann wird der Tank zur Landezone gebracht. Wir bringen Sie weg von hier. Oh, hoffentlich passiert nichts. Der oder was ist er denn? Oh nein.
gefährlich. Kroganerin gestellt. Die Tür wurde beschädigt. Ich kann nicht raus. Abstand halten. Ich kläre das. Beschützen Sie die Kroganerin. Sie ist da oben ungeschützt. Okay. Das war nicht der Endboss, das war nur für dieses Level gerade so, der für den Abschnitt. Ich habe aber auch mehr gedacht. Ich hatte mir Sorgen gemacht. Beeilen wir uns. Bringen wir sie weg von hier. Da sind sie. Da sind sie. Echt noch mehr? Ich kann auf mich selbst aufpassen, Drax. Frau. Commander, wie ich höre, arbeiten Sie an einem Vertrag zwischen Kroganern und Turianern. Wenn ich Kroganer nach Pelevan bringe, unterstützen mich die Turianer. Und was hat Cerberus damit zu tun? Ich weiß es nicht. Der Unbekannte hat irgendetwas vor. Den müssen wir auf Distanz halten. Dieser Vertrag wäre ein gewaltiger Sieg für die Allianz. Wir brauchen absolut jede Hilfe. Was ist mit dem Proteanergerät? Die Allianzforschung hat offiziell mit dem Bau begonnen. Unter dem Namen Projekt Tigel. Wir setzen jeden dafür ein, der einen Hammer halten kann. Das ist das ehrgeizigste Unternehmen der Menschheitsgeschichte. Werden wir es schaffen? Ich sage nicht, dass es einfach wird. Aber laut unseren Forschern sind die Entwürfe elegant, gewaltige Ausmaße, aber irgendwie auch simpel. Wir schaffen das, Shepard. Sie schaffen es. Und keine Zweifel. Nein, Sir. Gut, Hackett Ende. Oh.